Willkommen zu Let's Play Sonic the Hedgehog 2. Nach meinem Let's Play zu Sonic the Hedgehog 1 lasse ich es mir natürlich nicht entgehen, den zweiten und meiner Meinung nach viel besseren Teil der 16-Bit Sonic-Ära zu Let's Playen. Er kam, glaube ich, soweit ich weiß, Sonic the Hedgehog 1 kam 1991 raus und Sonic the Hedgehog 2, soweit ich weiß, 1992, also so ziemlich ein Jahr danach. Passt eigentlich auch. Gut, kommen wir mal zur Story. Nach Sonic the Hedgehog 1 hat Sonic natürlich die Pläne von Dr. Eggman vereitelt und alle von diesen kleinen Tierchen befreit. Doch eines dieser Tierchen war ganz schön groß, nämlich ein Fuchs mit zwei Schwänzen, der sich selbst Tails nannte, ganz genau. Und zuerst hat Sonic gedacht, ja, dank, gern geschehen für die Rettung. Mach weiter mit deinem schönen Leben. Ich wünsche noch ein schönes Leben. Doch Tails rennt lustigerweise hinter ihm her. Na gut, diese Story, die gab es auch immer jetzt dann nur in den Sonic Comics. Das wurde hier noch gar nicht richtig erklärt. Und dann sagt er halt so, dann rennt Tails ihm nach und kann lustigerweise mit Sonics enormer Geschwindigkeit mithalten. Fragt euch warum? Weil er zwei Schwänze hat. Euch fällt bestimmt auf. Na gut, hier im 16-Bit-Teil kann man das noch nicht so gut erkennen. Aber Tails hat wirklich für einen Fuchs natürlich sehr ungewöhnlich zwei Schwänze, ganz genau. Und mit diesen zwei Schwänzen, die er so wie eine Art Propeller verwenden kann, kann er mit Sonic mithalten. Tja, und so werden die beiden beste Freunde, das sieht man ja auch in den neuesten Sonic-Teilen, so werden die beiden gute Freunde und wollen zusammen Dr. Eggmans nächsten fiesen Plan vereiteln. Gut, die Chaos Emeralds kriegt man diesmal allerdings auf ganz andere Art und Weise, nämlich nicht durch, nicht wenn man 50 Ringe sammelt, doch, na gut, eigentlich schon, aber diesmal nicht am Ende des Levels in einem Mega-Ring, sondern wenn man mit 50 Ringe an einen Checkpoint kommt. Die Checkpoints sind auch wieder ganz anders aus. Wie gesagt, Sonic the Hedgehog 2 finde ich viel besser als dem Vorgänger. Er ist innovativer, er hat einen Zweispieler-Modus, er hat mehr Level und auch die Level-Ideen sind viel schöner. Die Sonic the Hedgehog 1 hatte ja so eine düstere Atmosphäre. Habe ich ja, lustig, das Let's Play ist heute zu Ende gegangen und jetzt starte ich schon den Nachfolger. Naja. Wie gesagt, nachdem sich Sonic und Tails zusammengetan haben, plant Eggman mal wieder etwas Böses, um die beiden aufzuhalten. Nämlich diesmal seine neueste Erfindung, das Death Egg. Übrigens in diesen Special Stages kriegt man die Chaos Emeralds, indem man immer genug Ringe sammelt und dann ins Ziel braut. Und in diese roten, schwarzen Bomben da, in die darf man natürlich nicht reingeben. Ja. Die Special Stages hier sind allerdings ganz schön schwer. Ja. Aber kommen wir mal zur Story. Dr. Eggman hat, wie gesagt, ja, er heißt eigentlich früher Dr. Robotnik, bevor mich jetzt wieder einige aufklären wollen. Na gut, hat eigentlich keiner gemacht, aber es gibt wirklich Leute, die wirklich noch denken, Dr. Robotnik wäre der Großvater. Aber früher hieß er wirklich Dr. Robotnik. Und Dr. Eggman ist eigentlich sein Spitzname und der Name in Japan. In Japan heißt er Eggman, in Amerika und Europa heißt er Robotnik. Und seit Sonic Adventure, wo Sonic ihm den Spitznamen Eggman gegeben hat, ist irgendwie auch in Europa der Name Eggman berühmt. Gut, da haben wir den ersten, den blauen Chaos Emerald. Es gibt mal wieder, diesmal in diesem Spiel, im letzten Spiel gab es ja nur 6 Chaos Emeralds in Sonic the Hedgehog 1. Diesmal gibt es wieder einen 7. Und wenn man alle gesammelt hat, kann man Super Sonic werden. Das ergibt auch jetzt einen Sinn, dass man in Sonic the Hedgehog 1 keinen Super Sonic hatte, weil man halt erst hier 7 Chaos Emeralds gab. Das geht halt nur mit 7 Chaos Emeralds. Da gibt es auch so einen Hack, der nennt sich Sonic After the oder Before the Sequel. Da wurde das Ganze etwas näher behandelt. Ja, wie gesagt, Tails kann mithalten und Eggman plant mal wieder die Welt zu erobern. Diesmal mit seinem Death Egg, also Todesei, das er in den Weltraum mit einer Rakete gebracht hat. Das ist riesengroß und von dort aus möchte er halt alles erobern. Ganz genau, von dort oben aus dem Weltall wieder mit dem Death Egg alles erobern. Er hat mal wieder die ganzen unschuldigen Tierchen in Roboter gesteckt und Sonic und sein neuer Freund Tails, der wie gesagt gleich schnell ist wie er, wollen das vereiteln. Gut, das war's, genug zur Story. Allerdings, ihr merkt, ich habe jetzt Reset gedrückt, nämlich aus dem folgenden Grund. Ihr merkt die Chaos Emeralds. Mein Gott, ihr habt's gesehen. Ich habe jetzt den ersten zwar geschafft, aber da es 7 gibt, mein Gott. Man kann zwar alle 7 schon in der ersten Zone der Emerald Hill Zone bekommen, alle 7 Chaos Emeralds. Ihr seht, hier gibt's einen Zweispieler-Modus und unten noch Optionen. Da gehen wir mal hin. Nämlich, hier kann man, ihr seht, einstellen, ob man mit Sonic und Tails alleine spielt. Tails alleine ist eigentlich, sein ganzer Name ist ja eigentlich Miles Tails Brower. Ganz schön kompliziert am Name. Tails ist zwar ein bisschen nervig, wenn man mit ihm spielt, also wenn er dabei ist, aber ich lasse ihn jetzt einfach mal, weil das ja Tails Debüt war. Und Tails ist eigentlich von allen Sonic-Charakteren mein Liebling. Hier kann man was für den Mehrspieler-Modus einstellen und hier kann man sich jetzt Musikstücke anhören. Das gab es ja hier in Sonic the Hedgehog 1 auch gut. Und allerdings, in diesem Let's Play werde ich die Chaos Emeralds nicht sammeln. Nämlich aus dem folgenden Grund,
Sie sind mir einfach zu schwer. Ihr habt gemerkt, die sind voll schwer, die ganzen Ringe da. Ihr müsst so viele Ringe wie möglich. Das geht immer, get pricey rings oder so. Und dann muss man halt die Ringe einsammeln auf diesen Übungs... Ach, das erkläre ich später. Und das ist mir viel zu schwer, dass ich das alles mache. Darum werde ich einen kleinen Trick anwenden. Es gibt einen Cheatcode. Ich habe in Sonic the Hedgehog 1 auch ein paar Cheatcodes gezeigt. Und es gibt einen Cheatcode, wie man das hier auch... Wie man in diesem Spiel, alle Chaos Emeralds kriegen wird. Okay, Moment. Dann gehe ich eben... Nein, warte. So, dann gehe ich eben wieder zurück. Moment, mit welchem Knopf kann man denn die Musik noch schnell abspielen? Ich glaube, mit C kann das sein. Ich drücke jetzt mal B, C. Ja, ich glaube, mit einem der Knöpfe muss es sein. Okay. Und es gibt einen Cheatcode, wie man das halt leichter machen kann. So, dann gehen wir mal auf Melodie 65. Zuerst 19, dann 65. Man muss hier nämlich eine bestimmte Reihenfolge an Melodien drücken. Okay, jetzt als nächstes... 9. So, wie man Super Sonic und alle Chaos Emeralds alle gleichzeitig kriegen kann. So, hallo? Ja, so. So. Und jetzt? Start! Hoffe, es hat funktioniert. Oder? Habe ich es richtig gemacht? Wollen wir mal sehen. Ich hoffe jedenfalls schon. Nein, ich habe es nicht richtig gemacht. Okay, das ist jetzt okay. Ich glaube, ich darf nichts dabei drücken. Okay, so. 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 Und Start. Okay, irgendwie scheint es nicht ganz zu funktionieren. Jedenfalls die Special Stages. Special Stages sind viel zu schwer für mich und darum werde ich einen kleinen Cheatcode anwenden. Wenn der auch mal funktionieren würde. Moment, muss ich da nicht Start gedrückt halten? Oder wie geht das nochmal? Okay, Moment mal. Ich mach mal nochmal die ganze Kombination. Erst 19, dann 65. Ich sagte 65. Ah, ich glaube, jetzt habe ich schon wieder vergeigt, oder? Oder? Moment, warte mal. So. Dann... Hallo, oh Gott. Moment. Das ist gar nicht mal so einfach. Und als letztes... 17. Dann Start gedrückt halten. Kann es so sein? Ja, ich glaube, genau so war es. Ich muss jetzt hier Start drücken. War das so? Nein. Okay, Moment mal. Ich weiß jetzt, wie ging das noch schnell? Oder drücke ich vielleicht den falschen Knopf? Ich weiß ganz genau, dass es funktioniert. Oder muss ich vielleicht Start drücken, um die Melodien abzuspielen? Ihr merkt, es ist schon eine Weile her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Okay. Nein, stimmt nicht. Ich weiß ganz genau, dass es, wenn ich Start drücke, ich glaube, ich muss es einfach nur richtig hintereinander machen. Mit welchem Knopf muss ich ihn überhaupt? Ach, ist wurscht. Moment, so. Erstmal 19. Dann 65. Dann 9. Und dann 17. Okay, und jetzt? Funktioniert immer noch nicht. Okay, ich muss kurz nachschauen, wie es geht. Okidoki, so, na bitte, jetzt hat es funktioniert. Ich habe ganz vergessen, dass ich A gedrückt halten muss, wenn ich, nachdem ich alle die Codes 19, 65, 09 und 17 eingegeben habe, dass ich dann A gedrückt halten muss bis zum Startbildschirm. So, und jetzt sind wir in der Levelauswahl. Die gab es auch in Sonic the Hedgehog 1. Und ihr merkt schon, falls ihr mein Let's Play zu Sonic 1 gesehen habt, es gibt wesentlich mehr Level und, oder Zonen, beziehungsweise. Die haben diesmal zwar nur zwei Acts, das finde ich aber auch gut so, denn dann hat man zwar nicht so viel von den Leveln, aber man kann mehr verschiedene Zonen einbauen, das finde ich auch gut. Und diese Zonen haben, wie gesagt, auch eine viel schönere Atmosphäre. Gut, wir können jetzt hier natürlich auswählen. Ich werde natürlich wieder bei der Emerald Hill Zone starten. Nur wir jetzt haben jetzt hier auch nochmal den Soundtest und hier ist jetzt, hier müssen wir jetzt noch den Cheatcode eingeben, damit wir alle Chaos Emeralds und Super Sonic zum Anfang haben. Okay, den habe ich mir hier ebenfalls aufgeschrieben. Als erstes 4.
Das hat übrigens der Code, den wir vorher angegeben haben. Das hat was mit dem Code von, mit dem Geburtsdatum des Entwicklers von Sonic the Hedgehog zu tun, soweit ich weiß. Okidoki. Und der letzte Sound war, soweit ich weiß, der Sound, den es spielt, wenn wir ein Chaos Emerald eingesammelt haben. So, und jetzt gehen wir nochmal in die Emerald Zone 1. Und jetzt müsste es rein theoretisch geklappt haben, oder? Jetzt müssen wir rein theoretisch alle Chaos Emeralds und Super Sonic haben. So, sagen wir mal 50 Ringe. Super Sonic, vielleicht wissen das einige von euch noch gar nicht. Super Sonic, ja, viele kennen vielleicht Sonic noch gar nicht. Na tolle Wurst. Den kann man nur freischalten, wenn man 50 Ringe hat und dann im Sprung A drückt, soweit ich weiß. Oder war es in Sonic 3? Ich glaube, in Sonic the Hedgehog 3 war es wesentlich einfacher. Ja, als ich Sonic the Hedgehog 2 das erste Mal gespielt habe, da habe ich es, weil die Chaos Emeralds so schwer zu sammeln waren, ohne die Chaos Emeralds zu sammeln, durchgespielt. Ja, wirklich. Ich habe es einfach nicht geschafft, egal wie ich es auch versucht habe. Die sind so schwer zu kriegen. Die sind echt... Wow. Mann, oh Mann. Vor allem der letzte, der siebente. Wow. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schwer die zum Sammeln sind, die Chaos Emeralds in diesem Spiel. Also da bin ich schon sehr froh, dass es diesen Cheatcode gibt. Tja. Okay. Ich glaube, wir haben eh gleich genug. Sammeln wir mal die Unverwundbarkeit ein. Hat, glaube ich, übrigens dieselbe Musik wie Super Sonic. Super Sonic ist, glaube ich, abgeleitet von, so, jetzt springen wir mal. Genau, na bitte, jetzt hat's funktioniert. Na bitte, jetzt haben wir Super Sonic. Viele beschweren sich zwar, dass Super Sonic, dass es mit Super Sonic viel zu einfach ist. Und ihr merkt, die Ringeanzahl, die zählt jetzt wieder runter. Und wenn man bei 0 Ringen angekommen ist, verliert man ihn wieder. Also immer schön Ringe sammeln. Tja, na bitte. So, und jetzt mit Super Sonic und Tails. Und seit neuen Freunds versuchen wir das Death Egg vom Himmel zu holen. Na bitte, das war eigentlich schon die ganze Story. Ja, da gab es nicht so eine komplizierte Story wie bei Sonic 1. Ist auch ein bisschen kompliziert, wie gesagt, das kam eigentlich nachträglich alles erst durch die Sonic the Hedgehog Comics und naja. Tja, jetzt spielen wir mal. Na bitte, wie gesagt, mit durch die Levelauswahl kann ich nebenbei bemerkt auch abspeichern. Normalerweise kann man in dem Spiel so wie in Sonic the Hedgehog 1 nicht abspeichern, aber durch die Levelauswahl und den Super Sonic Cheatcode, da ich ja diesmal nicht die Chaos Emeralds mitnehmen muss, die ganze Zeit, kann ich ja durch diesen Cheatcode jetzt rein theoretisch die ganze Zeit abspeichern durch die Levelauswahl. Oh, und ganz vergessen, genau, wir haben ja jetzt endlich den Spin Dash. Ich bin auch so von Sonic the Hedgehog 1 gewöhnt, weil das Let's Play ja erst vor kurzem zu Ende ging. Jetzt haben wir ja den allseits beliebten Spin Dash, Halleluja, den habe ich so vermisst im Let's Play zu Sonic the Hedgehog 1. Ihr merkt es, nach unten drücken und dann B drücken und dann kann man sich aufchargen und zischt los. Das ist wesentlich besser und ihr merkt, durch die Propeller, die Tails hat, durch seine Schwänze, kann er nachholen und er kann auch fliegen. Ja, deshalb kann er mit Sonic mithalten und dadurch sind die beiden so gute Freunde geworden. Ja, ich glaube, ja genau, diesmal muss man gar nicht A drücken. Das mit dem A drücken, damit Super Sonic erscheint, war erst in Sonic the Hedgehog 3 der Fall. Ihr merkt, man ist unverwundbar, nur halt nicht, wenn man gequetscht in Lava, na gut, Lava schon, aber nur halt nicht, wenn man gequetscht in Abgründe springt oder was gab's dann noch? Weiß ich jetzt nicht mehr. Okay, okay, wie gesagt, mit Super Sonic, der ist, glaube ich, angelehnt an etwas, das sich Super Saiyajin nennt. Was es ist, ich habe keine Ahnung. Okay, und da haben wir ihn auch schon. Dr. Ivo Robotnik. Ich habe es eher erwähnt. Eggman ist eigentlich der japanische Name und der Spitzname von ihm in Europa. So, und eigentlich wäre dieser Boss hier jetzt, jetzt merkt ihr, er sitzt, der baut auch sein Eggmobil immer wieder um. Ich habe es eher erwähnt. So, jetzt haben wir eben besiegt. Und jetzt geht's weiter. Gut, was ich eben nochmal, diese Container, wo die Tierchen drinnen sind, die sehen jetzt auch in dem Spiel irgendwie auch viel schöner aus. Die werden dann nicht mehr so brutalstens aufgesprengt, sondern, werden diesmal sanft von Sonic geöffnet. Genau, also das Spiel, das hat wirklich bessere Level und ist in einem Groben und Ganzen viel besser als der Vorgänger. Okay, dann sind wir schon in der zweiten Welt. Die Chemical Plant Zone. Das soll, ich glaube, das ist eine Art Fabrik, wo Eggman chemische Stoffe herstellt. Naja, also ich bin nicht so ein Fan von der chemischen Industrie. Da bin ich lieber auf biologisch. Aber Eggman, hey, für wer die Welt erobern will, der nimmt auf sowas nicht wirklich Rücksicht. Er nimmt ja auch nicht Rücksicht auf die armen Tierchen. Okay, da okay. Naja, auf jeden Fall. Es tut mir jetzt echt leid, dass ich diesen Cheatcode anwenden muss. Viele von euch hätten vielleicht gern gesehen, wie ich die Special Stages schaffe. Aber tut mir leid, ich schaffe das echt nicht. Die sind mir zu schwer. Und ihr merkt, es ist auch gar nicht so einfach, genug Ringe für Super Sonic zu kriegen. Naja, aber ich werde schon früher oder später, habe ich gesagt, die Ringe zusammenkriegen. So. In diesem Let's Play möchte ich aber weniger über die Gesamtstory von Sonic reden. Die habe ich ja jetzt, die Story von dem Spiel, eigentlich schon erzählt. Ja, zu der Chemical Plant Zone gibt es nicht mehr viel zu sagen. Ihr merkt, das ist eine Fabrik, wo Eggman chemische Stoffe, vielleicht so Antrieb oder ja, vielleicht so Erdöl oder so für die Batniks, so heißen ja die Roboter, gewinnt. Naja, gut, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja,
In diesem Let's Play möchte ich etwas über die legendäre Gerüchte- und Mythen-Story der... Oh, ich habe schon 50 Ringe? Ich mir jetzt gar nicht aufgefallen, okay. Naja, über die legendäre Beta-Version von Sonic the Hedgehog 2 Rem. Jetzt denkt ihr bestimmt, was gibt's denn da so Legendäres zu erzählen? Ganz einfach, na toll, jetzt habe ich Super Sonic ein bisschen zu spät bekommen. Ja, wie gesagt, er ist auch angelehnt an Super Saiyajin, was auch immer das sein soll. Und er macht das Ganze viel leichter. Und ich finde auch so schön, dass er gelb ist. Gelb ist ja meine Lieblingsfarbe. Naja. Was wollte ich jedenfalls sagen? Warum da unten ist es so blau? Naja, hängt halt vom Sega Mega Drive ab. Hängt halt die Umrandung hängt halt vom Grafik des Dings ab, der Zone. Naja. Was wollte ich sagen? Ihr denkt euch jetzt bestimmt, was gibt's denn zu einer Beta so Interessantes zu erzählen? Schon, es gibt jede Menge Beta-Sachen zu erzählen. Zum Beispiel von Paper Mario 2 gibt es auch eine sehr interessante Beta-Geschichte. Aber das Interessanteste, die interessanteste Beta-Geschichte hat eigentlich wirklich Sonic the Hedgehog. Jetzt würdet ihr gerne wissen, warum. Ich kann es euch erklären. Nur es ist eine sehr lange Story, die wird sich bestimmt über das ganze Let's Play verteilen. Oh, den Spin-Dash, den habe ich so vermisst. Das ist, wie gesagt, wirklich eine sehr, sehr lange Story. Gut, fangen wir mal an. Sonic the Hedgehog ist in Planung. 1992. Viele freuen sich, nachdem Sonic the Hedgehog 1 sehr gut angekommen war. Viele wollen den Nachfolger sehen. Die Programmierer von Sega arbeiten dran und beginnen dabei, Super Mario World alt aussehen zu lassen mit dem zweiten Teil. Es wurden Trailer veröffentlicht, wo drei Zonen zu sehen waren, nämlich die Emerald Hill, die Chemical Plant Zone und noch eine dritte Zone, die an eine Art Unterwasserpalast erinnert. Und jetzt denkt ihr vielleicht, hä? Aquatic Green Zone? Nein, von dieser Zone war noch nichts zu sehen. Die wurde, glaube ich, erst später entwickelt. Und so eine, und damit das Ganze, da gab es glaube ich in Japan, auch so wie die Game City in Österreich, gab es in Japan damals so Spielemessen. Und da wurde eine Beta-Version von Sonic the Hedgehog 2 erstmals ausgestellt. Da konnte man halt so die Beta-Version spielen. Oder war es eher in einer Glasvitrine? Ich glaube, das war eher in einer Glasvitrine und das hat niemand spielen können. Ist jedenfalls ganz interessant. Ihr seht, hier ist Giftsoße, die Eggman irgendwie herstellt und die steigt auch. Mal wieder, Sonic kann nicht schwimmen, das Gesetz gilt immer noch, auch durch Super Sonic ertrinken kann Super Sonic, glaube ich, auch. Also immer gut aufpassen, aber ihr merkt, er kann höher springen und mit ihm ist alles viel einfacher. Viele beschweren sich, dass es sogar schon etwas zu einfach ist, aber ich sehe das irgendwie nicht so. Ich finde das eigentlich genau richtig. Es gibt ja jetzt Ertrinken und Zerquetschen und so doch immer noch Gefahren. Also ich sehe den eigentlich so mehr wie einen endlos Powerstern an. Und ist ja auch irgendwie länger zum Behalten. Okay, ja. Sonic the Hedgehog 2 wurde eine Beta-Version ausgestellt. Da waren halt so ursprüngliche Zonen drauf, die man aufgrund... Na toll, ihr merkt, in Abgründe kann Super Sonic auch erledigt werden. Na tolle Wurst. Eigentlich wollte ich ja den Bossgegner dieses Levels mit Super Sonic spielen. Aber, naja, dann müssen wir es eben mit dem normalen blauen Sonic spielen. Diese Abschnitte da, wo man so endlos runterfällt, die sind auch etwas fies. Naja. Und dann diese Beta-Version, da waren halt so Level drauf, diese... Man hat halt Sonic the Hedgehog 2, da waren super Ideen. Da sollten ursprünglich noch viel, viel mehr Level drin sein. Als, noch viel mehr Zonen als im Vorgänger. Und als auch im letztendlichen Spiel. Man hat vier Zonen aus Grund von Speicherplatzmangel. Die Sega Mega Drive Kassetten hatten damals noch nicht allzu viel Speicherplatz. Darum hat man einige wirklich rauslöschen müssen. Tja, und von diesen Zonen sollte niemand erfahren, damit niemand enttäuscht war. Allerdings wurde dann auf der Beta eingebrochen, auf dieser Spielemesse von damals. Da wurde echt eingebrochen und diese Beta-Version wurde geklaut. Und für viele Jahre hat sich dieser Mann oder diese Frau, wer es auch immer war, man weiß bis heute nicht, wer das war. Wer die Beta-Version. Alter Schwede! Na tolle Wurst. Okay, ein Continue habe ich zum Glück noch. Das gibt's ja auch wieder. Na tolle Wurst. Ich stelle mir aber nicht wirklich gut an. Für den ersten Part. Ich muss aber auch mal wieder ein bisschen reinkommen. Ich bin in dem Spiel nebenbei bemerkt viel besser als in Sonic 1. Ich finde auch die Level viel besser als Sonic 1. Mit Tails und so macht das alles Ganze auch viel mehr Spaß. Und mit Super Sonic. Der Boss ist aber auch meiner Meinung nach der zweitschwerste im Spiel. Der Finalboss ist selbstverständlich der schwerste, aber das ist fast wirklich der zweitschwerste. Durch diese blöden Lücken da, die er macht. Wir werden bestimmt durch die Abspeicherfunktion jetzt nicht wieder mitten in den Zonen drinnen aufhören. Sondern wir werden so 2,5 Zonen pro Part machen. Durch die Fails, wenn das jetzt nur 2 im ersten Part werden, aber ich werde so circa 2,5 pro Part machen. Das ist genau die richtige Länge. Die Zonen sind auch diesmal, wie gesagt, irgendwie gefällt es mir, dass sie diesmal nur 2 Acts haben. Naja, wie gesagt, Beta-Kassette gestohlen. Tolle Wurst. Dieser Mann versteckt sich viele Jahre lang vor der japanischen Polizei. Bis er eines Tages im Jahr 2000 oder 2001, weiß ich jetzt nicht mehr so genau, diese Beta-Version ins Internet
Internet stellt. Und ja, viele, und jetzt kann sich's wirklich, die könnt ihr euch, wenn ihr wollt, auf einem Emulator und so runterladen. Ist natürlich nicht 100% illegal, aber da kneife ich um ehrlich sein mehr ein Auge zu, denn es ist ja eigentlich von Sega. Da kneife ich um ehrlich sein mehr ein Auge zu als bei Hex. Ich finde die Idee nämlich lustig. Und auf dieser Beta waren halt die Zonen zu sehen. Einige Zonen, die wir hier haben. Allerdings auch 4 bis 5 Namen. Ich glaube 5 Namen war es. 5 Zonen, die es im letztendlichen Spiel überhaupt nicht gab. Fangen wir mal an von Anfang an. Es gab die Emerald Hill Zone, die gab es auch im Spiel. Nur in der Emerald Hill Zone auf der Beta, die Zonen waren auch die Zonen, die es im letztendlichen Spiel dann gab, die waren auch komplett anders auf dieser Beta-Version. Ihr merkt, Sonic fliegt auch irgendwie, wenn er Super Sonic ist. Die Emerald Hill Zone, die war in Sonic the Hedgehog 1. Die sollte ursprünglich gleich heißen auf der Beta. Auf der Beta-Version stand noch Green Hill Zone, so wie in Sonic the Hedgehog 1. Ursprünglich wollte man die Emerald Hill Zone, so wie in Sonic 1, Green Hill Zone nennen. Das hat man dann doch nicht gemacht. In Emerald Hill, es klingt irgendwie auch schöner als so Smaragd-Hügel-Zone. Smaragde sind ja auch sehr schön grün. Oha, aufpassen, aufpassen. Die Chemical Plain Zone hat auch ihre Fallen und Tücken. Da muss man manchmal aufpassen. Vor allem jetzt hier. Damit wir. Ich möchte Super Sonic behalten, denn mit dem ist der Boss viel einfacher. So, na bitte, jetzt werde ich Eggman aber was auf die Mütze geben. So. Also. Was wollte ich sagen? Ohne Super Sonic, weil er jetzt, weil er hier dann auch noch diese komische Säure oder Farbe oder was das sein soll, macht. Und die Emerald Hill Zone sollte halt auf dieser Beta-Version, da waren auch andere. Nein! Days Kong soll es aber nicht sein. Oh Gott, den Boss, den mag ich aber irgendwie nicht. Der ist so schwer. Naja. Und in der Emerald Hill Zone, also Green Hill Zone auf der Beta, da waren andere Gegner. Käfergegner, die es nirgends im letztendlichen Spiel zu finden gab. Okay, aber zum Glück, ja, hier gab es zum Glück noch eine Art Passage, wo man raufkommen konnte. So, mal sehen, ob ich ihn jetzt schaffe. Das wird jetzt allerdings schwerer. Es gibt auch, man kann glaube ich auch, wenn man einen zweiten Mega Drive Controller hat, habe ich nebenbei auch bemerkt, vielleicht kommen noch irgendwann mehr Spielerparts. Tja. Und in dieser Zone waren halt komplett andere Gegner, die es im Originalspiel dann letztendlich gar nicht mehr gab. Und die Chemical Plain Zone, die Chemical Plain Zone war wirklich die einzige auf dieser Beta-Version, die komplett gleich war wie in der Vollversion. Tja, und da gibt es wie gesagt sehr viel zu dieser Beta-Version zu erzählen, das werde ich dann zu gelegentlichen Zonen noch alles genauestens erklären. Aber das war es jetzt erstmal für den ersten Part. Wir haben die Chemical Plant Zone, Mann, oh Mann, eigentlich bin ich in dem Spiel besser, nur ich habe jetzt halt länger nicht geübt und wie gesagt, dieser Boss hier ist auch etwas ätzend, die Bosse in den späteren Welten sind viel besser. Naja, gut, das war es jetzt erstmal für den ersten Part, im nächsten Part geht's weiter mit der Aquatic Green Zone und wie gesagt, ich kann in dem Projekt auch abspeichern und zu der Aquatic Green Zone gibt es, wie gesagt, zu dieser Beta-Version gibt es viel zu erzählen, das werde ich dann über das ganze Let's Play verteilen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!